Ihr Flitzpiepen da draußen. Bevor das Video anfängt, habe ich nämlich euch in den Kast genommen. Ihr habt sicherlich zu schnell gearbeitet, habt vergessen, die Hofdatei zu finden. Unter Maps, Gladbeck. Und hier findet ihr die Hofdatei. Die kopiert ihr und fügt ihr ganz einfach in eure Bussen rein. Viel Spaß nach dem Intro. Und herzlich willkommen, heute mal ohne Facecam-Video. Heute, wie ihr im Titel seht, darf ich euch Mega The Gaming, aka Patrick, ein Tutorial-Video zu der Gladbeck Version 5.1 vorstellen. Ich werde euch heute zeigen, wie man die Map Gladbeck Version 5.1 installiert. Achtung, wie ihr unten rechts sicherlich am Datum seht, habe ich eine Vorabversion bekommen, um euch das Tutorial-Video zu drehen. Das heißt, es kann sein, dass irgendwelche Änderungen vorgeben. Soweit ich weiß, kann es aber auch wiederum nicht sein. Bitte versucht das Ganze zu installieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, stehe ich natürlich in den Kommentaren oder per Skype oder auf mein TS3 für euch zur Verfügung, dass ihr den Kevin oder Jufa oder wen auch immer nicht so voll spam tut. Und ich stehe gerne hilfbereit als, sagen wir jetzt mal, kleiner Helfer so für einen unbezahlten Job. Nennt man auch Praktikum. Ja, wir fangen auch gleich an. Ihr werdet eine Version bekommen. Ich muss hier nochmal auf Gladbeck klicken. 5.1. Ihr werdet eine RAR-Datei downloaden müssen. Und zwar einmal Version 5.1 Release. Und ja, wenn ihr diese Datei entpackt habt, findet ihr einmal diesen OMSI 2 Update. Seht ihr hier rechts. Habe ich auch hier. Das kriegt ihr dann nicht. Das ist alles bei euch im Ein. Ihr bekommt dann einmal Version 5.1. Diese Datei müsst ihr einmal hier entpacken. Das wird dann so eine Datei sein, ein Ordner. Diesen Ordner öffnet ihr und dann habt ihr hier schon mal, ja, zwei hübsche Ordner und eine für die Leute, die gerne Tutorials gucken, uninteressante Datei. Sie nennt sich README-Datei, wo ihr einfach Informationen, Richtlinien oder sonstige Sachen findet. Habt ihr dies aufgemacht, könnt ihr euch natürlich wie ich hier mir zwei, nennt man das, Ordner öffnen. Einmal den Ordner, wo ihr das gepackt habt oder die gepackte Datei aufgemacht habt oder die entpackte Datei, sage ich jetzt mal. Und einmal da, wo euer OMSI installiert ist. Und zwar bei mir, da ich das per Steam gekauft habe, ist mein Ordner auf meiner E-Festplatte unter Steam, Steam Apps, Kommun und OMSI 2. Wenn ihr das so geöffnet habt, habt ihr dann hier eine elendlange Liste. Und diese elendlange Liste ist euer OMSI 2 in Dateiform. Ja. Wie macht ihr das Ganze jetzt? Und zwar, wir müssen hier den Ordner OMSI 2 öffnen. Dann haben wir hier Maps, Money, Screen Objects, Splines, Texturen, Ticketpaket, Trains und die Busse. So, jetzt geht's vonstatten. Achtung an alle der Herren da draußen, auch an die Damen da draußen, die OMSI 2. Ich möchte euch nicht bevorzugen. Ihr müsst unter dem Maps-Ordner die alte Map Gladbeck rauslöschen. Das wäre dann in dem Fall bei euch hier der Ordner. Und ihr müsst die neue Map dann unter Maps nehmen und einfügen. Löscht ihr die alte Datei nicht, kann ich euch nicht garantieren, dass euer Gladbeck hundertprozentig funktionieren wird. Deswegen bitte nehmt euch diese paar Sekunden, die euer PC braucht, oder für die ältere PC-Generation da draußen die Stunde, sage ich jetzt mal, hoch übertrieben. Und löscht einfach mal eben kurz euer Gladbeck-Ordner, euer alten, und fügt es neu ein. So, wir haben das gemacht. Müssten wir unter Money und hier Money rein. Und da haben wir einmal Gladbeck Euro. Ja, in Gladbeck Euro habt ihr die ganzen Sachen halt, die ganzen Euro-Scheine und was auch immer es nicht gibt. Die fügt ihr dann einfach hier rüber, nimmt sie. Und ja, in dem Fall, ich muss das kopieren und einfügen. Ja, Datei im Ziel ersetzen, habe ich gemacht. Gut. Wenn ihr das fertig habt, geht das wieder wie folgt los. Ihr geht wieder ganz zurück. Spline ob jetzt. Achtung, jetzt kommt der wichtige Teil im ganzen Geschehen. Und zwar habt ihr hier im Spline Objects Ordner einmal die hübschen Dateien hier, und zwar das Addon von Bottrop bis runter hin zur UFO-Objekte.
und einmal eine gepackte RAR-Datei in DavidIM inpacken. Genau wie bei der vorigen Version geht das Ganze wie folgt. Ihr öffnet hier wieder bei euren anderen Ordner und fügt die ganzen Ordner hier rüber. Habt ihr dies getan, seht ihr hier schon, oder seht ihr auch nicht, aber ihr seht hier drüben eine Datei, die heißt auch schon DavidIM-Objekte. Das macht ihr so, die müsste in dem Fall bei euch was drin sein. Ihr lasst die Ordner so, ihr entpackt diese Datei hier ganz normal, einfach hier rein könnt ihr das entpacken, das macht keinen Sinn. Ihr entpackt das, dann geht ihr in den InDavidIM-Objekte-Ordner rein, nimmt diesen ganzen Ordner und fügt den hier rein. Hier reinfügen. DavidIM-Objekte. Den InDavidIM reinfügen. Tut ihr das nicht, werden natürlich bei euch Fehlermeldungen auftreten und wir möchten diese ganzen Fehlermeldungen vermeiden. Wir möchten, dass ihr Spaß an der Map habt. Also ist das ganz einfach, macht es am besten so und nicht anders und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Haben wir dies getan, arbeiten wir uns weiter durch zu den Splines. Die Splines nehmt ihr, ganz einfach. Hier habt ihr wieder einen hübschen Ordner, den muss ich in dem Fall bei mir löschen. Den habt ihr nicht und zwar heißt der in Tom Dresen packen. Ihr müsst als erstes hier auch wieder den Splines-Ordner öffnen. Und dann habt ihr einmal das Ganze. Ihr müsst das einmal... Oh, das wollte ich nicht. Also mir ist aufgefallen, in jedem Tutorial-Video, das ich für Gladbeck gemacht habe, ist mir immer ein Fehler passiert. Oder einfach mal nicht richtig gedrückt. Naja. Wir kopieren das Ganze. Und fügen das hier drüben in den Splines-Ordner ganz einfach ein mit Einfügtaste. Schwupps. Macht er jetzt hier was? Ach ja, so. Jetzt macht er mir 2290 oder 2090 Dateien. Kopiert er mir jetzt. Ich frage mich jetzt aber gerade, was er macht. Ich hoffe, bei mir funktioniert gleich die Version weiterhin. Aber eigentlich dürfte da nichts passieren. In dem Fall, wenn wir das getan haben und wenn ihr das eingefügt habt, nehmt ihr diese zwei SLI-Dateien. Kopiert die auch raus und fügt die auch hier in den Splines-Ordner rein. Und wenn ihr das gemacht habt, geht's wieder weiter. Hier habt ihr eine gepackte Datei. Die entpackt ihr, wie gerade eben. Einfach entpacken und hier steht in Tom Dresen und Tom Dresen-Ordner. Und hier habt ihr auch einen Tom Dresen-Ordner. Und das ist genau das gleiche, wie ihr seht. Ja, hier seht ihr eine gepackte Datei, da war ich mal ein bisschen, ich habe mal was getestet, aber es ist nicht so. Ihr nehmt diesen Tom Dresen-Ordner und fügt den hier auch in den Splines ein. Und dann habt ihr genau wie ich hier einen Ordner, der hat all diese Dateien übereinstimmen drin. Habt ihr dies getan? Sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter in der ganzen, in den ganzen Verfahren. Und wir kommen zu den Texturen. Die Texturen, da kommt nur eine Textur dazu. Die Textur, die nehmt ihr, rauskopieren, Texture und einfügen. Nicht einfügen. Ich habe genau nämlich den Fehler gemacht, den ihr nicht machen sollt. Ihr müsst wieder ganz zurück und hier auf Texturen gehen und hier einfügen. So, genau. Jetzt ist es richtig. Den Fehler habe ich am Anfang der Installation auch gemacht. Den Fehler müsst ihr aufsichtlich beachten. Ihr müsst hier, wo Tiertexture steht, wo das große T über Ticketpack steht und dann diese Textur da einfügen. Habt ihr das gemacht, kommen wir zum Ticketpack. Das ist Gladbeck Version 1. Diese Datei nehmt ihr und fügt die auch wieder hier ganz normal rein. Das ist eigentlich nur mal ein Nehmen und Reinfügen. Ganz einfach, ganz simpel. Aber es scheint manchmal nicht so simpel zu sein, wie ich das in manchen Kommentaren so rumlese. Deswegen bin ich da, um euch das zu erklären. Bei Trains genauso. Ihr nehmt den Trains-Ordner und fügt den ganzen Trains-Ordner hier rein. Dazu zählt der A3 Gladbeck, die BR420, BR425 und die restlichen Ordner. Habt ihr dies getan, kommen wir zu dem wichtigen Teil, die Busse. Bei den Bussen ist es ein wichtiger Teil und zwar habt ihr hier verschiedene Busse. Ihr habt die Anzeigen und die Uncomments. Und dann habt ihr hier etliche Busse, wie zum Beispiel Achtung für die Wiener Leute unter euch, wieder was Interessantes dabei. Ich sage nur interessant, nämlich die Ulf. Die Ulf hat, ja, was Interessantes, aber das werdet ihr noch sehen, beziehungsweise mitbekommen, was ich vielleicht meine. Haben wir diese ganzen Ordner genommen und hier eingefügt, gibt es für euch,
Leute da draußen eine wichtige Information, denn wir sind jetzt auch wieder bei 10 Minuten. Tutorial sollte nie länger gehen als 10 Minuten. Wir haben das vollendet, wir haben alles erfolgreich installiert. Dann könnt ihr natürlich testen, ob eure Map richtig installiert seid. Habe ich das ein bisschen zu schnell erklärt? Tut es mir leid. Ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen. Ich hoffe, ihr werdet, falls ihr Fragen habt, mich anschreiben. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Zu den Leuten, die noch mehr wissen wollen, was ich für spannende Sachen habe, meine und so weiter und so fort, dürfen sich gerne meine nächsten beiden Tutorials angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den Tutorial werde ich euch nämlich erklären, in den nächsten beiden, wie ihr die Bildschirme, die wir später in den O530 und O530G sehen werden, wie man die installiert. Und solltet ihr alles richtig gemacht haben, freue ich mich natürlich, euch am 29.11.2014 auf der Gladbeck Map V51 zur Leitsternfahrt zu sehen. Bis dahin, das war's. Mein Name ist Mega The Gaming. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich für dieses Ansehen. Lasst mir einen Daumen hoch, Kommentare, abonnieren, favorisieren. Tschüss, bis dahin.